Jetzt haben wir die neue Güterlinie. Und jetzt muss ich hier einfach noch einen Zug haben dafür. Und da habe ich während der verlorenen Aufnahme ein Loki ins Auge gefasst, den ich für das Wirten brauche. Man hat es ja schon ein bisschen gesehen im Depot. Und zwar, die Linie ist jetzt wirklich vorbereitet. Hm? Jo, dann nehme ich hier mal aus dem Depot raus. Wo ist sie? Da, also wirklich, wo ist sie? Die ist doch irgendwo. Siehst du die bei den Triebzügen? Nein. Komm schon, die haben doch freigeschaltet. Ich muss da nicht mehr sein. Hier ist übrigens der NPZ-Steuerwagen von Mitteldurgau-Bahn. Den würde ich vielleicht auch irgendwann mal kaufen. Einfach so als Steuerwagen für einen normalen Zug, weil er cool aussieht. Ich glaube, die SBB hat doch das auch einmal gemacht, oder? Es gibt doch so ein Foto vom Dispo-Pendel mit EW1 in Kolibri-Farbe mit so einem Steuerwagen hinten dran. Ich glaube, das gibt es. Ich weiß nicht, was das genau für einen Zug war, wieso das der so war, aber auf jeden Fall glaube ich, dass das so ist. 456er habe ich jetzt auch schon ein paar. Da ist auch noch der von der SZU in den neuen Farben gekommen. Also sobald ich den Doppelstockwagen habe von der SZU, wird die sicher auch ein DPZ kaufen. Aber jetzt habe ich auch das noch gerade nicht. Ist der bei der 450er irgendwie einsortiert oder so? Nein. Also ich suche den 465 eigentlich, aber ich sehe nicht, wo die ist. Die ganz oben. Ah, da ist sie, schau. Wieso ist die da? Komisch. Ah, auf jeden Fall. Welche nehmen wir? Einfach die 6. Ist das mit dem Logo da hier oder das 5? Ich nehme, glaube ich, das 5. Das hat dort das neue BLS-Logo. Wobei, das hat es, glaube ich, in dieser Zeit noch gar nicht gegeben. Ah, nehmen wir lieber das für den Realismus. Ah, übrigens ist es nicht 6, sondern das 1. He? Nehmen wir das Nummer 1. Es ist eigentlich der Fake hier. Steht da irgendetwas? Nein. Was ist hier der Grund für das? Höchstgeschwindigkeit 20? Fake. Ist das einfach für Doppeltraktion, für dass man günstige Reine machen kann, für das besser aussieht, oder was? Höchstgeschwindigkeit 20? Wieso ist die da? Ich wüsste jetzt auch nicht, für was das die ist, aber egal. Dann haben wir jetzt die, genau. Das ist auch die Güterlocke im Berner Gebiet. Und haben wir Güterwagen hier. Ziegel haben wir gesagt, dann brauchen wir die hier. Ich frage mich, ist in dieser Mod von dieser 465er auch schon die neue Farbgebung drin, die grüne? Wenn nicht, müssen wir das auch noch machen. He? So, nehmen wir einfach mal eine normale Länge, nicht irgendwie übertrieben. So, und einfach mal einfach so einen Zug. He? Und der kommt jetzt auf Blick 5 und kann dort fröhlich ausliefern. Ist da schon etwas parat? Auf dem Blick 5? Nein, noch nicht. Das wären ja die hier, die jetzt theoretisch Zeug müssten laden. Oder Zeug müssten überkommen generell. Das ist ja angeschlossen, ja, genau. Also jetzt ist hier der Versand ein wenig aufgegangen. Jetzt haben die ersten noch bestellen. Aber natürlich auch nur die direkt angeschlossen sind am Bahnhof zu fechten. Dann muss ich jetzt noch eine Lastwagenlinie haben, für dass sie hier mehr bestellen. Steine bekommen sie jetzt auf jeden Fall schon mal fröhlich. Von der Steinlinie hier. Die sind aber noch nicht voll. He? Da wird noch nicht genug bestellt, das ist logisch. Beziehungsweise die sind noch gar nicht voll im Einsatz, wie es aussieht. Naja, ist ja gleich. Jetzt muss ich hier zu fechten schnell schauen, dass die Auslieferung von der Ziegel gewährleistet ist. Aber bis jetzt wird nur das hier direkt im Umland natürlich beliefert. Also jetzt muss ich das halt schnell wieder so machen. Ich muss das hier auftun, anpinnen, den Güterbahnhof auch gerade, dass ich sehe, wo das jetzt überall schon angeschlossen ist und wo das noch Station braucht. So, und dort oben ist noch eine. Dort hier auch noch. Leck du mir die Stationen, die das hier hat. Da sehe ich gar nichts mehr. Da kann man die über den Angst decken? Ja, kann man zum Glück. Machen wir hier schnell ein bisschen Platz. So, das müsste jetzt alle sein. Ja, sieht so aus. Im Zentrum habe ich auch. Jo. Gut, der auch. Ah, der unten ist. Mal, der ist auch schon da. Okay, dann ist das jetzt alles. Hier unten hätten wir noch ein bisschen Industrie, die nicht angeschlossen ist.
Vielleicht kann ich hier eine Station setzen, dass das passt. Weißt du nicht, dass die Lastwagen immer so einen grossen Umweg müssen fahren müssen. Andererseits wird es auch hier ziemlich gleich schon ein bisschen weitergehen mit der Entwicklung. Darum wäre es auch gescheiter, wenn ich doch hier noch so eine Haltestelle her tue. Nachher. Das ist alles Wohngebiet dort oben. Dort ist sicher nichts Bedarf irgendwie. Ich kann noch schnell die Karte hier aufmachen mit den Gütertypen. Da sehen wir es dann recht gut. Hier wäre theoretisch noch das Industriegebäude, wo aber angeschlossen ist. Also dort ist eigentlich gut. Dort ist es noch gerade knapp dran aus. Ui, neue Fahrzeuge. Ah, schau da, neuer Bus. Und, yeah, da geht's. Jetzt haben wir den, endlich den Steuerwagen. Der EW4 Design Steuerwagen, einfach der Intercity BT und noch so einen neuen Bus. He. Da brauche ich jetzt die MAN nicht mehr. Und den Trend Vigne. Der NPZ, well, vielleicht kann ich den irgendwo mal noch einsetzen, man weiß nicht. Auf jeden Fall der Steuerwagen, den muss ich dann auch gleich einsetzen. Sind wir hier auf 4, du hast da mal... Ah nein, ja, ich höre auf 4, ich denke, man könnte noch auf 8 stellen oder so. Aber nö. Also, der Dunger ist auch noch nicht angeschlossen. Mal der Schalz, das ist ja hier Station, okay, und das ist ja ein Geschäftsgebäude. Dort hier ist noch etwas. Eine Industrie. Also wie würde man die Industrielinie machen? Die würde hier anfangen. Und dann würde man hier... Rauf muss man ja gleich, weil da oben hat es ja... Eben dort hat es ja ein kleines Industriegebäude. Also der hier müsste ich anfahren. Und dann... Wo ist da der nächste? Irgendwie müsste auch dort rauf. Das sind zwar alles Geschäftsgebäude hier. Warte jetzt schnell, muss noch erst die Karte haben. Das sind alles Geschäftsgebäude, also hier rauf muss ich nicht unbedingt. Da hier ist dann so ein Ziegel reingemischt. Ah, mal, da ist ein Ziegel. Oh Gott, jetzt muss ich wegen dem noch dort rauf fahren. Aber vielleicht wird es irgendwann nicht mehr der Einzige sein. Also gut, fahren wir hier her. Also laden, dann hier. Dann hier rüber. Dann hier runter müssen wir aber nicht. Sondern ich kann hier runter. Dann sind die hier dran. Und dort unten muss ich noch eine neue Station haben. Oder? Nein, das ist zwar hier alles angeschlossen. Oder? Nein, nicht ganz. Hier unten braucht es noch eine neue. Wobei, das wird vielleicht von hier auch angefahren. Also warte. Da baue ich schnell eine dort. So wie geplant. Ja, das wird dann dort alles angeschlossen. Gut, dann ist das. Dann müssen wir einfach die anschließen. Was haben wir gesehen? Hier, hier, nachher direkt über dort her. Dann noch hier unten. Die hier haben wir gesehen. Auch schon. Dann wird es ein bisschen durcheinander und dann noch dort. Okay. Ah, das wäre dann der FE Brick. Umbenennen. So, dann geht es natürlich weg. Dann muss man es neu auswählen, immer schön. Und da brauchen wir jetzt eben ihn hier. Muss ja dann noch ein zusätzliches Perron haben dort. Dann hier haben wir gesagt, dort oben. Der hier unten kommt, wenn ich schon vorbeigehe, dann kann man doch auch dort. Und dann haben wir halt dort auch noch. Dann hier, dort hier in die Mitte durch und mal schnell dort unten. Eben, es ist ein kleines Durcheinander, fahrt doch ein hin und her. Aber es ist wieder so, und dann ist dann auch in Zukunft alles schön angeschlossen. Das Ding ist glaube ich auch schön von links oben und rechts angeschlossen, darum ist das gut. So, da machen wir jetzt mal alles zu. Die ganzen Fensterreihen hier. Und dann brauchen wir jetzt hier die Plattform. Das wird jetzt lustig, weil da haben wir eigentlich gar keinen Platz für das. Da muss ich auch etwas abreißen. Ja, dort hinten muss ein Gebäude dran glauben. Tut mir leid. Hier, ja. Könnte jetzt der theoretisch schon noch machen. Komm, wenn wir schon dabei sind. Ah, es gibt Kollision. Kann ich eh nicht, okay. Dann baue ich hier einfach so viel wie möglich, dass ich den auch genug abliefern kann. Oh, jetzt haben dort eins genommen, ohne es zu merken. Excuse. So schnell geht's. Und die Enteignung ist passiert, ohne dass man es gemerkt hat. Voilà, und jetzt muss ich den hier noch schnell ändern, dass der Brick auf dem Eis dort haltet. Genau. So.
gut, und jetzt braucht es nur noch Lastwagen. Ich nehme einfach mal ein paar am Anfang und dann sehen wir dann, ob das genug sind oder nicht. Das sind ja die hier. He. Nehmen wir mal 4 Stück für den Anfang. Fabrik. Gut. Dann hätten wir das, dann wäre das jetzt bereit. Das sollte jetzt auch viel mehr Firmen anfangen bestellen. Hier hin. Und dann müsste jetzt hier die Produktion ziemlich aufgeschraubt werden. Ja, da. Transport 0%, das ist ein bisschen miserabel. Könnte besser sein, aber der Zug ist ja glaube ich noch gar nie gefahren. Jetzt sind hier einfach die ersten Fang am Licken. Die hier die sind jetzt auch schon am geladen werden. He? Sehr schön. Ja, gut. Und die haben konstanten Nachschub an Dings. Jetzt hätte ich fast Fleisch gesagt, aber ich meine natürlich Stein. Der Stein-Nachschub, das ist gut. Und jetzt können wir doch schnell schauen, wo hier der Brickzug bleibt. Ah, der kommt hier. Ah nein, der ist schon ausliefern, oder? Der ist schon unterwegs mit dieser schönen 465er. Ja, ist natürlich auch eine coole Version von dieser Lok. Von dieser 460er gibt es ja mehr Varianten, als man denkt. Eben auch die BLS-Variante zum Beispiel. Und ja, ich habe also schon immer ganz nett gefunden, so ein als Alternative, so quasi als die andere Lok, die so aussieht in der Schweiz. Sonst gibt es ja im Ausland noch x Varianten davon, aber die in der Schweiz sind natürlich immer die besten, gell? Naja, BLS 465er noch mit dem alten Logo. Sieht cool aus. Schon noch herzig, wie die BLS, einfach die SBB hat nachgemacht mit dem überdimensionierten Logo. Einfach an der Seite hier angemalt. Das ist eigentlich so etwas, was die SBB hat angefangen hat mit den 440er, die sie hatten, mit dem Prototyp-Lok. Und dann haben sie es übernommen und die BLS hat gerade mitgemacht mit den 465er. Also, die fahren jetzt dort fröhlich. Hier sollte er eben ja bekanntlich in der Mitte durch. Das sieht so aus, das ist gut. Und er bringt er das Zeug hier ab. Jetzt hat er halt noch nicht so viel geladen. Aber es ist immerhin etwas. Und hier haben wir recht viel Brot und es kommt sogar noch mehr. Es gibt jetzt aber nicht etwa Überfluss, jetzt so die Ladung die hier gerade herkommt, oder? Zeig mal. Geht schnell beobachten. Nein, das sollte schon länger, um das Zeug hier abzuladen. Oder? Jetzt haben wir noch Autosave. Wie viel kommt noch? Ah, keins mehr. Gut, in dem Fall lenkt die Sachen und die kommen gut hinten nach. Was habe ich hier? Ah, da habe ich noch ein paar von den alten. Die ich noch nicht habe ersetzt. Aha, nein, das sind die vom Brot. Und das hier sind die neuen, die jetzt den Ziegel liefern sollten. Sobald die Ziegel mal kommen. So, also jetzt ist er hier. Nein, das ist der Intercity. Und er hier, das ist der S11, da fährt der Intercity hinten nach. Und du bist der S4, ja, genau. Da kommen auch nicht mehr so viel mit. Da ist jetzt gerade nicht mehr so viel los auf diesem Bereich hier, wie es aussieht. So, da hier sind alles Wohngebäude, ja, das ist kein Problem. Nur hier ist ein bisschen Geschäft und die sind hier verbunden. Sobald hier oben mal Industrie ist, muss ich hier auch noch rauffahren mit der Ziegellinie. So, was ist hier so? Naja, gemässigte Zahlen. He? Und der Regio 1 fährt auch fröhlich hier auf und ab. Mit angemessenen Passagierzahlen, nicht übertrieben viel. Das heisst, man könnte vielleicht mal 3 Achsen rausnehmen, früher oder später. Und die Bergbahn hier, die ist auch schön am Fahren. Hier sind sie gerade am Kreuzen. Schön auf dem Kreuzungsabschnitt. Haben nicht wirklich viele Passagiere geladen. Aber ich lasse jetzt die mal in der Länge, wie sie sind. Die funktionieren ja so. So, und hier das Tonsdorf. Was ist denn hier los? Da ist ein bisschen viel. Ah, der Regio Express 1. Der fährt ab hier. Okay, ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht dem noch die beiden Personenwagen geben möchte. Aber den braucht sie nicht unbedingt. Wie es aussieht. Gut. Ja, dann wollen wir jetzt so schnell ein bisschen abwarten, bis hier die Ziegel irgendwann mal ankommen. Ist jetzt hier einer davon, der Ziegelzug? Ja, da kommt er gerade vorbei. Da ist gerade zuerst ein 460er, dann noch ein DPZ, der auf der falschen Seite entgegenkommt. Dann kommt hier hinten die Loki von der BLS.
Das ist auch ein schönes Bild hier. Einfach DPZ und so ein BLS-Zug treffen sich ja sehr selten, DPZ und 465er. Obwohl 465er ja auch gesamtschweizerisch, glaube ich, unterwegs ist. Jetzt fahrt ihr dann hier einfach durch den Garten da, hey, nochmal. Nehmt mal, also schneidet mal eure Büsche zurück hier. Hey, nochmal. Das Zeug hier. Hier den Bahnübergang in der Stadt können wir theoretisch auch mal noch erneuern, aber machen wir jetzt mal nicht. Und da habe ich das Tramgleis rausgerissen. Ja, das braucht auch gerade niemand mehr, die Überland-Tram-Verbindung hier. Hier wird aber etwas gebraucht, und zwar ein mehr Busse, wie es aussieht, oder HOB2. Und hier ist der Einer. Die sind hier ziemlich gefragt. Was fährt hier? Ah, da fahren schon die, he? Mittelmässig. Und auf dem Einer sind noch saurer. Dann tue ich doch die hier auf sehr hoch. Gebe die auf ein HOB1. Das machen wir jetzt mal so, Chinesentausch quasi. HOB1, dann vom Einer nehme ich die drei Saurer, gebe die auf ein HOB2 und tue sie dafür aber dort ersetzen. Durch die neuen hier, durch die Matz 103. Der Bus dient in der Regel im Nahverkehr und wird noch heute in Weißrussland produziert. Cool. Nehmen wir doch mal ein paar von denen. Wie sieht die aus? Lecker, der Kurvenradius hier. Ah, das ist jetzt schon ein 3-Türer hier. Sehr schön. HOB2 natürlich. Und ja, fahrt hier. Hat hier ein schönes Nummer. Ist auch etwas, was ich nicht kenne aus irgendeinem Land. Vielleicht Weißrussland oder so. Ah, Belarus heisst das eigentlich. He? Eigentlich dürfte man hier gar nicht Weißrussland schreiben. Einmal. Und die ist schon Bileautomaten hier. Sieht aus wie in Zürich. Zürcher Bileautomaten rumstehen. So ein alter ist es noch, so einer von früher mit den Knöpfen und so. Cool. Also, leck du mir die Wolkenkratzer, die hier oben schon haben. Und 32 Leute wohnen in diesem Gebäude hier. Ja, nicht ganz so akkurat. He? Also. Aber ja, Hornau ist tatsächlich recht gross geworden, obwohl noch keine Güter hier sind. He? Die haben einfach gute Anbindung am ÖV. Obwohl hier nicht einmal irgendwie ein Schnellzug fährt. Aber theoretisch würde es sich sogar lohnen, wenn man von Hornau mal eine Intercity würde fahren. Zum Beispiel Hornau, Feichten, Kleinwelsbach und dann von hier auf Brinkum runter. Das wäre vielleicht mal etwas. Haben wir da nicht sogar schon so etwas? Das ist nicht der Regio Express, der auf dieser Relation unterwegs ist. Aber das könnte ich mir vorstellen. Hornau-Feicht, Kleinwelsbach und Brinkum könnten sich sicher mal freuen über einen Schnellzug. Also es wäre nicht einmal unbedingt ein Schnellzug, weil er ja quasi überall haltet, aber es sind auch grosse Städte und so, darum ist es halt ein wichtiger Zug, dann würde ich das auch zum Intercity 3 machen. Ich glaube, der Intercity 3 fährt in der Schweiz ja glaube auch nur von Zürich auf Basel. Und das ist ja nicht unbedingt extrem weit. Also könnte man das schon so nummerieren. Ja. Ich sage das als Möglichkeit. Dann wird natürlich jeder Regio 1 abgelöst. Dann wird dann quasi auf dem Trasse oder in diesem Slot innen vom Regio. Also das ist der. Ah, der Regio 1, genau. Der Regio 1 wird abgelöst und das, auf dem Slot wird dann der Intercity 3 geführt. Das könnte man machen so, oder? Hat zwar hier nicht so viel Bedarf, aber wenn dann hier ein bisschen weitere Ziele angeschlossen sind, dann könnte es dann vielleicht besser sein. Und der Takt hier ist natürlich sehr hoch, weil hier zwei Züge drauf sind. Ja, das wäre vielleicht noch ein Projekt für die nächste Aufnahme, aber das machen wir jetzt noch gerade nicht. Jetzt haben wir hier zu Feichten, auf jeden Fall schon mal den mit den Ziegeln. Die sind zwar schon hier, aber noch nicht ausgeliefert. Da sind die Lastwagen hinter dem Tram. Und jetzt hat es da gerade wieder ein bisschen viel Brot. Gibt es jetzt Überschuss? Nein, nö. Die kommen wirklich immer gut zu schlagen mit dem, was geliefert wird hier. Das ist ja gut. Also jetzt kommt er hier und er wird jetzt wahrscheinlich die erste Fuhr Ziegel ausliefern, wie es aussieht. Und ich sehe gerade etwas Blödes. Die hier, die nehmen Ziegel. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Linie kombinieren sollte. Dass ich hier Allzweckfahrzeuge einsetze. Und er quasi einfach alle Stationen abfahren. Moment schnell.
Was wollte ich überhaupt schauen? Ich wollte schauen hier im Laden. Ob der hier, ja, der kann alles transportieren, halt nur 25. Der hat 17. Ja. Es wäre auch sogar gescheiter. Wenn ich einfach eine Linie nehme, die alles ausliefert. Dann haben wir nicht so viele Fahrzeuge und weniger Leerfahrten. Dann können die das einfach kombinieren. Allerdings haben wir dann nicht mehr so viel auf der Platz auf der Plattform. Darum ist die Idee, glaube ich, schon wieder gestorben. Stattdessen muss ich einfach beim FE-Brett einstellen, dass der hier nur Brot lässt. So. Und dann lässt er einfach stehen. Und dann ist das dann auch gut, dann haben die Sattelschlepper auch ein bisschen mehr zu tun. So ist jetzt hier schon ein bisschen ausgeliefert worden. Ja, schau hier, es geht schon ein bisschen rauf. Super. Wir sind hier jetzt in den 430er. Ob auch das mal noch auf 100 raufgeht, man weiss es nicht. Es ist auch schwierig, das wirklich auf 100 zu tun und auch dort zu behalten. So, da ist gerade der DPZ. Wie viel nimmt der mit? Nicht so viel auf der S1, wie es aussieht. Schlimm. Naja, so halb. Gut. Dann hätten wir das. Jetzt bin ich überlegen, was ich als nächstes machen soll. Ich habe jetzt eigentlich schon Lust, noch schnell etwas im Personenverkehr zu machen. Und wenn ich schon von Anfang an davon geredet habe, dass ich das noch in dieser Aufnahme machen könnte, könnte ich das jetzt wirklich schnell angehen, dass ich halt noch den TGV baue. Wo ich dann effektiv auch den TGV einsetzen würde. Wenn der ja sowieso freigeschaltet ist. Das würde ja heissen, dass ich von Schofstedt einen Zug habe, der nonstop durchfährt bis Kleinwelsbach. Haltet nicht einmal zu Feichten, sondern fährt dort schön durch. Hat auch Gleis für das. Fährt auf Kleinwelsbach und hier steigt dann er aus der Schnellfahrstrecke. Und haltet hier überall. Dann. Also der geht dann hier raus über so eine Interchange. Und halt dann hier vielleicht nicht gerade zu plauen, das wäre übertrieben, aber eben Pocherholz und Endorf und fahrt weiter bis Hohenmühle. Bedeutet aber, dass ich dann, wenn ich das habe, noch schnell ein bisschen schauen muss, wie das aussieht mit der Linie, die ich durch das quasi verdränge. Zwischen Endorf und Hohenmühle zum Beispiel gibt es ja die Regio 4, die hellblaue Linie, die schon x-mal das Nummer gewechselt hat. Vielleicht braucht es dann diese Linie dann gar nicht mehr. Weil der Schnellzug quasi den Bedarf schon deckt, weil der Schnellzug der fährt ja bekanntlich schnell und ist somit besser als die Linie, die schon besteht. Darum braucht sie die andere gar nicht. Der Takt ist halt einfach ein bisschen anderer, weil wahrscheinlich einfach nur ein TGV wird fahren.